Hallo, Herr Oberbürgermeister, schön, dass Sie da sind. Was nehmen Sie denn heute am meisten mit von dem Jugendforum? Was haben Sie gehört und sagen, das war am wichtigsten? Also ich nehme mit, dass wir eine wirklich sehr interessierte und über den Tellerrand hinausschauende Jugendbewegung haben. Früher war es oft so, dass junge Leute, ja, wir brauchen einen Spielplatz oder wir brauchen einen McDonald's oder noch ein Kino. Jetzt geht es um Themen wie saubere Umwelt. Es geht darum, dass Menschen mit Behinderung integriert werden, dass das Internet funktioniert. Also das sind alles Wünsche, die das Allgemeinwohl auch berühren. Und das finde ich großartig, dass die jungen Leute an ihre Zukunft denken und dass sie die Zukunft nur gemeinsam hinbekommen. Was möchten Sie denn versuchen, konkret umzusetzen von den Wünschen der Jugendlichen? Also vieles wird schnell gehen. Wir arbeiten am freien WLAN in der Stadt. Es geht jetzt im Rathaus los, in 4 Wochen dann in der neuen Mitte. Also da wird dran gearbeitet. Wir schauen auch, dass wir mehr Papierkörbe herkriegen. Neue Sportanlagen entstehen, Kunstrasenplätze. Was aber auch wichtig ist, der Nahverkehr, günstiger für die jungen Leute. Auch da arbeitet man dran. Das geht nicht in 4 Wochen. Aber ich glaube, nächstes Jahr werden wir da Fortschritt erleben. Und die Schulen, da gibt es einige, die sind wirklich marode. Die wollen wir erneuern, aber bis die neu sind, dauert 3-4 Jahre. In der Zwischenzeit müssen wir auch was tun, das habe ich heute auch gelernt. Wir haben von manchen Stimmen von den Jugendlichen die Kritik gehört, es ist leider nicht so viel passiert seit letztem Jahr. Finden Sie das gerechtfertigt oder was ist denn passiert? Also die jungen Leute dürfen ungeduldig sein, die dürfen sagen, Mensch, macht mal schneller. Aber es ist natürlich einiges passiert, wie zum Beispiel neue Fitnessmöglichkeiten. Wir haben einen neuen Grillplatz angelegt, wo man nicht um Zähne gehen muss. Erstmals in dem Jahr können die jungen Leute die ganze Nacht durchfeiern, wenn sie wollen. Also es passiert was. Und was ist denn Ihr persönliches Anliegen von dem heutigen Tag noch? Also ich möchte die jungen Leute ermutigen, so weiterzumachen. Nicht nur denken, was nützt mir ganz persönlich, sondern was nützt der ganzen Gesellschaft. Das nützt mir nämlich dann auch. Und dieses Denken sehe ich ganz stark ausgeprägt und es macht mich optimistisch.